So, hallo, wir sind zurück bei Isaac Repentance, bei den Challenges. Letztes Mal haben wir uns Tainted, Jakob und, wie ich mittlerweile erfahren habe, Dark Esau zu Gemüte geführt und festgestellt, nee, das lassen wir erstmal schön sein. Und jetzt haben wir damit alle Tainted-Charaktere einmal gesehen, was sie können, was ihre Probleme sind, was ihre Stärken sind und gucken uns die letzten Challenges an. Wir haben noch nicht alle, möchte ich dazu sagen. Ultrahart natürlich lassen wir erstmal liegen. Ich gehe einfach der Reihe nach durch. Das heißt, wir fangen jetzt mal mit Hot Potato an. Das ist wahrscheinlich was, was ich nicht auf die Schnelle schaffe. Ich könnte mir so vorstellen, es gibt ja Hot Potato immer als Variante, ne? Die Bombe, die explodiert und die muss man schnell weiterreichen. Ich glaube, das ist was, was sehr auf Schnelligkeit geht. Man muss vielleicht in einer gewissen Geschwindigkeit einen Raum schaffen, sonst explodiert man oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann haben wir Cantripped. Keine Ahnung, darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Oder Cantripped wäre auch möglich. Ich weiß es nicht. Dann haben wir Red Redemption. Keine Ahnung, kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. Und dann haben wir hier unten noch eine, die freigeschaltet ist, von der ich nicht weiß, was es ist, weil man sieht nichts. Und zwei, die noch nicht freigeschaltet sind, von denen ich noch nicht weiß, wie man sie bekommt. Sollt es da irgendwelche Hinweise geben, die ihr mir nennen könnt, ohne groß zu spoilern, dass die komplett schwierig sind zu bekommen oder so, dann könnt ihr das versuchen, spoilerfrei hinzubekommen. Aber wenn ihr meint, die kriegt man mit der Zeit schon raus, wie man die freischaltet, dann bitte nichts sagen. Okay, so. Hot Potato. Die heiße Kartoffel. Ah, du Scheiße. Das ist schlimmer als alles, was ich erwartet habe. Es ist klar, wie es funktioniert, aber man hat halt nicht allzu... Oh Gott. Ein da. Weg da. Aber ich kann ihn halt selber nicht bewegen. Das ist jetzt nicht so gut. Wie weit müssen wir kommen? Ist das Mega... Nee, das ist nicht Mega-Satan, ne? Das ist normaler Satan, glaube ich. Oh, shit. Ich glaube, das ist normaler Satan. Ich glaube, das ist normaler Satan. Alter, das wird ja richtig übel. Vor allem er kriegt ja keine Explosionsschutzdinger. Also, die kriegt er ja nie. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas erreichen. Nein! Nein! Oh mein Gott. Ich meine, man kann theoretisch dann einfach warten, bis er das regelt. Aber oh mein Gott. Nee, das ist Mega-Satan. Das ist Mega-Satan. Weil Satan wäre ja einfach nur das Kreuz nach unten. Oh, fuck my life. Da wäre ich jetzt aber sehr gespannt. Ob es hier Items oder sowas gibt. Also ob man hier die Itemräume bekommt oder ob das jetzt schon wieder zählt als eine Challenge, wo es dann keine Itemräume gibt. Eigentlich bei einer Bombe würde ich jetzt versuchen, alles zu sprengen, ne? Aber das ist hier eigentlich schon... Vor allem, er wirft den halt auch so mega weit. Lol, oh mein Gott! Er wirft den halt so mega weit, das ist so mein Problem.
kann ihn ja nicht mal da... Oh mein Gott. Oha! Chillig. Ah! Bleib mal, wo du bist. Man kriegt ihn also direkt immer in die Hand am Anfang. Okay, da muss ich böse aufpassen. Na, im Moment eigentlich sogar tatsächlich nichts. Mein, das blaue Herz wäre halt... Ach komm, scheiß drauf. Ach, man kann nur... Ah ja, wird ja nicht restockt. Ich bat im Überlegen, ob ich hier versuchen soll wegen Crawlspace. Ihr kennt mich. Aber es ist dann doch ein bisschen zu krass, hier alles wirklich zu sprengen. Ey, komm, lassen wir jetzt in Ruhe den Quatsch hier. Gott. Aber wie soll ich denn das bis Mega... Also, holy shit. Ich bin wirklich gespannt, ob wir Items bekommen oder halt gar nicht. Das war dumm. Wir bekommen keine Items. Nice. Okay. Dann gehe ich jetzt einmal Bücher holen. Das Jump bringt mir überhaupt nichts, also nehmen wir halt die Bibel mit, weil dann haben wir zumindest schon mal eine Chance gegen Herz und Dings. So, was soll's, ne? Oh, lol. Interessant. Guter Raum auf jeden Fall. Aber für mich relativ wenig zum Bewegen. Okay. Okay, so. Wie viel Schaden machst du bei einem Boss? Genug. Aber das Ding ist halt, ne, ich kann den Geist ja nicht mal schützen. Jedes Item, was ich bekomme, trifft ja auf ihn zu. Der explodiert. Ich glaube, wir werden hier kaum Schutz bekommen können. Oh mein Gott. Das wird richtig übel. Das wird richtig übel. Mach's kaputt, bitte. Ich meine, so ein bisschen Zeit ist es schon, bis er explodiert. Der kann halt leider auch nicht normal angreifen. Also ich muss immer durch Wurf. Uiuiui. Nein! Nein! Oh Gott, ey, lass mich da durch. So, eigentlich können wir auch schon wieder raus. Ich meine, es ist ja... Ja, wobei, nehmen wir noch den Schlüssel natürlich mit. Ja, dann machen wir halt die Ecken noch kurz kaputt. In die Ecken kann ich jetzt zumindest recht schnell reinwerfen, den Kollegen. Alles klar.
Geheimraum noch Möglichkeit. Oh mein Gott. Scheinbar nicht. Nee. Okay. Okay, das macht jetzt ordentlich Rums. Oh, wow, ich habe keinen einzigen mitgenommen. Nicht gut. Aber jetzt können wir schön im Shop einkaufen. Mit Steam Sale und der ganzen Kohle, die wir haben. Nein! Hier hin. Sehr schön. Alter! Tja. Er geht einfach in die nächste Geschichte rein. Es ist unglaublich. Okay. Nice. Balls of Steel zu finden ist schon mal sehr wichtig und sehr gut. Da kann man nichts sagen. Okay. Wait, wenn der da rumspringt, kauft er gleich... Ja, fuck. Dann kauft er gleich random Items ein. Das soll er eigentlich gar nicht tun. Amnesia. Aber müssen wir nicht bekämpfen. Müssen wir nicht bekämpfen. Alles gut, raus hier. Oh, Arcade. Hat man schon lange nicht mehr. Ah, da gehen wir jetzt nicht hin. Wobei, ich meine, wir könnten mal kurz alles wegsprengen. Das kann man natürlich machen. Ich denke, da kommt auf jeden Fall mehr wie eine Münze bei rum. Ja. Hat sich ja jetzt schon gelohnt. Halt, da geht's unten weiter. Ach, das war der Raum. Ganz gefährlicher Raum wieder. Okay. Ja, okay, das erledigt er selbst. Den da oben machen wir wieder. Ja, so nicht. Oschiert. Oschiert. Was ist das denn jetzt hier? Ah, okay. Er verabschiedet sich einfach von selbst. Nein! Ich will hier auf den potenziellen Geheimraum hin. Mann! Ja! Nee, könnte er jetzt erwischt worden sein? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Ich glaube, da ist keiner. Oh, ihr werdet jetzt natürlich keine Freude hier haben. Freunde. Aber das ist ganz gut, dass ihr hier keine Freude haben werdet. Da habe ich umso mehr Freude. So. Okay. Weiter im Programm. Energietechnisch ist ja ganz cool. Wir dürfen jetzt die Energie halt nur nicht verlieren.
Okay, mit den Gegnern wird das jetzt echt unangenehm. Aha. Komm, mach kaputt. Nice. Ja, den, da muss ich echt mit Werfen arbeiten. Aber das Problem ist halt... Problem ist halt, dass ich schnell werfen muss und dann nicht viel bestimmen kann, wohin. Ja, hilft nichts, muss ich machen, so. Irgendwie muss ich hier ja durchkommen. Ja, ihr müsst da hoch, Freunde. Ja. Und ihr jetzt auch. Da, ja, genau dahin. So ist gut. Nisha wollen wir nicht. Eifer und Pilz kann man einsetzen. Perthro brauchen wir erstmal nicht einsetzen. Logischerweise. Nützt uns ja nichts. So. Ja! Toll. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, was es ist. Okay. Deswegen sage ich ja, Perthro brauchen wir erstmal nicht einsetzen. Gib mir erstmal Change wieder. Wait, wenn ich es jetzt change, sehe ich dann, zu was es gechanged wird? Nein. Ja, never mind. Es war eine Idee. Hätte ja sein können. War ja kein schlechtes Item in dem Fall. Jo! Okay, das kriege ich aber jetzt ohne die Explosion ganz gut hier gelöst, was hier los ist. So. Und da oben kommen wir auch ohne die Explosion, ohne Probleme rein. Hä? Ach, ich habe aufs Bett geworfen. Lol, okay. Oh nee. Oh Gott. Das hört jetzt ja gar nicht mehr hier auf, ne? Wenn der. Okay, doch, jetzt wieder. Luck up ist das. Was ist das? Half down, was ist das? Luck down, okay. Alles nicht so geil, aber ist in Ordnung. Kann man machen, mal. Kann man mal einsammeln, versehentlich. Okay, da ist nix. Müssen wir noch hier unten testen. Okay, da ist auch nix. Okay. Du wirst hier keinen Spaß haben. Ich habe selber was, was explodiert. Du wirst hier keinen Spaß mit mir haben, Freund. Boom. Ach, komm schon. Ah, der braucht zu lange, bis er explodiert. Das ist aber gut, dass er, das ist aber gut, dass er länger braucht. To be honest. Es ist sehr gut, dass er länger braucht. Ich habe nichts gesagt. Wäre schlimm, wenn es andersrum wäre. So, raus da. Ja. Ah, ich wollte gerade werfen, das hat nicht funktioniert. Oh, der wird auch, so, sowas wird auch unangenehm, weil ja, genau, jetzt muss er nochmal treffen. Okay, das geht schnell genug, das ist gut. So, und wir bekommen jetzt immer doppelte Items, das ist auch gut. Also nicht Items, aber hier halt die Dinger, ne? Okay, die kann ich, also die kann ich mir auch so holen, auch ohne Explosion, null. Komplett verdrängt.
Naja. Das bringt jetzt eher nichts. Ich frage mich, ob es irgendein Item gibt, was das Ganze hier vorteilhaft macht. Sonst würde man ja normalerweise sagen, ja, so... Oh nein. Sonst würde man ja normalerweise sagen, ja, sowas wie halt, also klar, Speed-Ups machen das Ganze, denke ich, schon besser. Weil man dann schneller sich bewegen kann. Ich denke aber auch sowas wie... so Regenerations-Items und sowas halt. Ich denke, sowas macht das hier auch ganz gut. Weil Items, die mich vor Explosionen schützen, würden ja wahrscheinlich nur wieder das Skelett betreffen und nicht mich. Na, das ist das Problem. Völlig egal, was wir für den Trinkets mitnehmen, ist beides für uns relativ useless. Zumindest solange wir die Bibel als Space-Bar-Item haben. Vielleicht kommt irgendwann ein besseres Space-Bar-Item, aber ich glaube es aktuell nicht. So, was haben wir jetzt hier Hübsches? Egal, wir kaufen alles. Wir haben ja das Geld. Potato Peeler, ne, das nützt mir nichts. Oder wie ist denn das jetzt? Ah, das kann ich gar nicht einsetzen mit blauen Herzen, ja, siehst du? Die Notched Axe nützt mir auch gar nichts. Einfach wieder Geld ausgegeben für nichts. Aber was soll's, nehmen wir noch ein blaues Herz mit. Okay. Nein. Ja. Nein. Auch nein. Achso, wir haben ja schon den einen. Das heißt, den anderen muss ich ja nicht nur noch beim Boss suchen. Na, dann ist klar, wo er ist. Na, wir haben es aber heute mit den Kisten-Items. Okay. Hier hin, in die Mitte. Genau so. Oh! Das ist ja auch sehr interessant. Empress. Chillig. Okay. Bossfight. Oh, kann er den fressen? Weil er doch eine Bombe ist eigentlich. Ah, shit. Wait. Das Holy Shield hat jetzt trotzdem mich beschützt, weil ich ihn in dem Moment in der Hand hatte, ne? Heißt das? Explosionseffekte würden mir dann nichts ausmachen, wenn ich so ein Explosionsitem hätte und ihn trage. Das wäre ja der Burner. Also das wäre ja großartig, wenn das funktionieren würde. Okay, ich kann ihm nichts zum Essen geben, schade. Aber jetzt hätte ich gerne dann einen Engelraum. Auch wenn ich gar nicht weiß, was ich da drin finden möchte. Um ehrlich zu sein. Wo kam der Holy Shield-Effekt überhaupt her jetzt? Ah, gar nichts bekommen wir. Gar nichts! Außer das Torn-Foto. So, okay, wir haben ja alles gesehen. Weiter. Uff, ich hab überhaupt nicht auf den geachtet.
Oh, das ist auch cool. Aber das betrifft natürlich wieder nur ihn, ne? Oh, shit. Oh, zweites Guppy-Item. Ja, den Schild kriegt einfach nur er. Es ist so frech. Mein Gott. Ja, das bringt mir alles nichts. Dann nehmen wir lieber Empress mit. Ich hätte fast vergessen zu werfen. Oh mein Gott, ey. Sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich noch nicht gleich rein, aber ist in Ordnung. Gar kein Problem. Kavum. Na! Lass mich doch jetzt mal in Ruhe die Sachen hier einsammeln, Freund. Was hat er denn hier? High Priestess Fragezeichen. Oha. Mach den High Priestess Fragezeichen. Gleich mal lernen. Gleich mal lernen. Ach so. 60 Sekunden lang kommt dann Mams Fuß, wo ich stehe. Vielleicht nicht so geil. Yo! Chilliger Raum. Ja, hier brauchen wir nichts anfangen. Aber schon wichtig, dass er geschützt wird, auf jeden Fall. Das ist schon, er ist auf jeden Fall der gefährdeste von uns beiden hier. Oh boy. Die Räume dauern halt so viel länger. Von den Itemset, die wir haben, ist es eigentlich echt cooler One. Von den Itemset, die wir haben, ist es ein echt cooler One. Aber die Bedingung, die wir gerade spielen, macht das Ganze etwas schwierig. Uff. Ach, das war Shot Speed Down. Ah, da wollte ich nicht. Ich dachte, da war eine Tür. Ich dachte, da war eine Tür. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Huch! Ach so, der hat... Ah, der sprengt ja die Türen auf, ich Volltrottel. Stimmt ja. Eigentlich müssen wir dann ja... Stimmt, wir müssen die Räume eigentlich gar nicht richtig spielen. So viel dazu. Mach die Tür auf. Oh, man selber kommt da nicht hin jetzt, ne? Jetzt. Sehr schön. Wir müssen da eh nie wieder runterlaufen, also passt die Geschichte. Gar kein Problem. Aber hier muss ich jetzt den Raum schaffen, weil ich in den Shop möchte.
Aber ist ja auch kein Problem. Wow, das Herz wird einfach gratis. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht, so den Rest kannst du behalten, Spiel. Ach nee, ich muss nochmal runter, weil die Bibel. Weil ich die Bibel zurückholen muss. Ah, shit. Ja. Okay. Was wir brauchen, sind Sachen, die die Explosion verstärken. Das brauchen wir. Allerdings betrifft es dann natürlich am Ende auch mich. Das ist dann natürlich nicht so gut, ne? Aber... ja, so erwischt er die nicht. Schade. Mann! Ich will kein fünftes Mal dann durch den Raum nicht kämpfen müssen. Jetzt machen wir den kaputt hier. Und jetzt! Yes, perfekt! Nice, und den noch. Sehr schön. Ah, den muss ich auch nochmal machen. Doch, kacke. Sehr schön. War das hier? Ja. Moin. Okay. Jetzt macht die Explosion schon nicht mehr so viel Schaden, wie sie könnte, sollte. Sehr schön. Den haben wir weg. Ach doch, macht sie, weil die sich einfach, die haben sich einfach den Balken geteilt. Ne, aber meint, ich habe nichts gesagt. Komm, geh mir nicht auf die Nerven. Ach, komm schon. Ernsthaft. Oh, so ein einzelnes bewegendes Viech, ne? Das kostet jetzt einfach nur Zeit. Tschüss. Engelraum. Jetzt verteilt er erstmal das ganze Geld. Mal gucken, ob wir was Brauchbares hier kriegen. Das ist so frech, ne? So ein geiles... oh Gott! Ja. Oh, wir brauchen aber eh den Schlüssel. Stimmt ja. Ich meine, ich glaube zwar eh, dass in der Challenge der Raum dann offen ist, aber wir brauchen ja eh den Schlüssel. Aber das ist so frech, dass wir jetzt nicht die Homing Tears haben und alles. Mann. Da kriegt man mal das Sacred Heart und dann sowas, ne? Das ist so frech. Aber es kommt mir gerade. Gerade Mega-Satan dürfte ja relativ easy eigentlich sein. Da muss ich das Viecher nur hochwerfen und dann erledigt er den ja von selbst. Theoretisch. Oh! Nice, das ist Balls of Steel. Balls of Steel. Okay. Das war's schon, okay. Dann nehmen wir natürlich Balls of Steel mit. Und ab raus. Ast, Abflug. Keine Lust mehr.
Ich werde die Challenge auch nur ein einziges Mal jetzt probieren, da bin ich ganz ehrlich, gell? Also, nicht, dass ihr denkt, ich mache das jetzt hier ewig oft. Ich probiere das einmal, weil die dauert ewig. Die dauert halt echt einfach ewig. Und die wird halt auch schief gehen, das ist mein Problem so ein bisschen, ne? Ich sehe mich nicht, dass ich die schaffe. Da sehe ich mich nicht. Außer sie entpuppt sich dann am Ende wirklich so als einfach, was die ganzen nächsten Bosse angeht, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Gerade wenn es dann losgeht mit alles macht ein ganzes Herz Schaden und so, ne? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das dann gut läuft. Muss ich leider gestehen. Der schmeißt den leider auch so viel zu weit. So gar nicht dahin, wo ich den haben möchte. Guck mal, das ist so... Ah. Darf ich mich dabei nicht bewegen oder wie muss ich das angehen? Keine Ahnung. Ja, irgendwie so scheint es zu sein. Der Raum war komplett useless. Shit. Mach bitte nicht, hör auf. Oh Gott. Google! Nice. Genau dahin musst du. Und dann dich noch weg. Prima. Treffer versenkt. Okay. Mann! So treffe ich dich nicht, Freund. Du musst schon ein bisschen mitarbeiten. Ja, genau. So ist gute Mitarbeit. So nicht. Sehr schön. Und tschüss. Perfekt. Ja, lol. So, jetzt gib mir mal mein Boys of Steel wieder. Dankeschön. Und dann Abflug hier. Also meine Ungeduld wird mich am Ende hier besiegen. Das ist das Ding. Meine Ungeduld wird mich besiegen. Wie soll ich denn jetzt da rankommen wieder? Ja. Also die hier zu holen wird ja echt angenehm. Die Potato. Wie soll ich denn die jetzt wieder holen? Oh Gott, Leute, ich kriege hier gleich Zustände. Mach mal anders. Ach nee, kann ich nicht machen. Scheiße. Okay, jetzt. Jetzt habe ich sie wieder. Ey, die war da hinten ganz ungünstig positioniert. Muss ich mal zugeben. So. Das war ja ein furchtbarer Raum. Nie wieder. Oh Gott. Ah, die sind zum Glück schön langsam. Die erledigen sich konstant selbst. Endlich mal ein brauchbares Trinket. Ah, mach doch das Herz weg. Danke. Wirklich. Wirklich.
Und... Danke. Shop. Ah, verflucht. Flucht nochmal. Nein! Sheesh! Oh! Das ändert jetzt natürlich sehr viel. Das macht jetzt wirklich vieles einfacher. Jetzt kann ich viel gezielter werfen. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich wirklich. Das ist jetzt cool. Das ist jetzt eine coole Kombination. Jetzt muss ich das nicht immer wiederholen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, Bossfight. Ah. Ja, gut, geh hin. Optimum. Oh, ja, das war nicht, was ich wollte. Bleib schön da drüben. Du machst den jetzt nicht kaputt. Brav. Brav. Mist. Mist! Mann, ich pass nicht auf. Ah, der Kack da oben muss weg. Sehr schön. Geht er wieder weg. Exakt. Nein, ich muss aufpassen, dass der nicht was einsammelt zwischendurch, weil dann ist mein Q auf der anderen Taste. Mann! Ich kann nicht das nicht alles gleichzeitig machen. Okay. So. Ach, ernsthaft jetzt. Aber das war jetzt energietechnisch ziemlich scheiße zum Beispiel, ne? Habt ihr gemerkt? Ja, habt ihr gemerkt. Ah, verflucht nochmal. Was habe ich jetzt da unten drin? Java, okay. So, bitte kauf jetzt nichts ein auf die Schnelle. Ich will hier nur kurz gucken und dann hauen wir gleich wieder ab. Nein, stopp, ich will nicht vorhin denken.
zu spät. I guess. So, was haben wir denn jetzt hier in der Map noch? Einen Raum, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt unbedingt noch brauchen. Wobei, wir haben ja... Doch. Wir haben ja das More Curse Rooms Ding. Theoretisch finden wir vielleicht noch einen zweiten Curse Room. Das wäre doch was. Wenn der jetzt nicht gut ist, dann weiß ich auch nicht. Also bitte sei nützlich, Kollege. Da wollte ich nicht rein. Hilfe. Okay. Ja, wie? Ach so, ich hab ja den hier. Was, noch eine Hand? Ach, jetzt ist der da oben aufgetaucht. Ja, das hat jetzt ein bisschen mehr wehgetan, als es sollte. Nein. Wobei, ist die jetzt irgendwie aus... Ist die jetzt aus irgendeinem Grund schlecht? Ich wüsste nicht, warum die jetzt schlecht sein soll. To be honest. Aber die Energie ist scheiße, die wir haben. Die Energie ist richtig scheiße. Ach. Verdammt. Nein! Oh. Mist. Ah, die sind viel zu schnell. Das klappt überhaupt nicht. Ah, aber ich weiß, was ich machen kann. Das war nicht ganz, was ich machen wollte. Ist. Die kleinen Mistviecher, ne? Das sind die nervigsten. Das war knapp. Ich muss doch nur noch die scheiß Spinne abwerfen. Oha. Change. Okay. Und nochmal Change. Oha. Zum Glück haben wir es doppelt. Genau das ist die Scheiße, die ich meine, ne? Jedes Mal. Das wird mir noch so oft passieren mit diesem dummen Kuh. Nein, wir gehen da nicht. So viel dazu übrigens. Lol. Das mit dem Kuh ist furchtbar. Das mit dem Kuh ist furchtbar, dass die da das Ding hinsetzen, das ist echt eine ganz beschissene Geschichte.
Wie oft? Das passiert doch bestimmt Profispielern auch ab und zu mal, oder? Also jetzt mal ohne Witz, das macht man so schnell. Da achtet man überhaupt nicht drauf, so schnell macht man das. Doch, Kacke. Jetzt habe ich Dings nicht mehr. Ah. Ich muss gleich wiederholen. Bevor ich das auch noch versehentlich irgendwann einsetze, nämlich. Hier, weißt du schon. Genau das da. Ach, geh heim! Ich wollte da jetzt nicht durch. Oh. Das sind so unfreiwillige Geschichten, weshalb ich dann Schaden nehme, ey. Das ist so dumm. Pass auf die Bombe jetzt mal. Mann! Der ganze Schaden hier wäre jetzt gerade nicht... Ja, komm, wir gehen hier durch. Wird zu blöd. Das ist passiert. Man! Oha. Toll. Ach, ich kann mich nicht konzentrieren, ey, ist furchtbar. Ey, come on. Okay, den hat's mir gleich weggefetzt. Ich krieg hier gleich. Alter. Das ist wieder ein Scheiß. Okay, da ist der Shop. Wow, wirklich? Is your serious? Okay. Dass wir jetzt so schnell so viel Energie verloren haben, macht mich schon ein bisschen sauer, ne? Vor allem, weil wieder dieser Mist mit dem Coup passiert ist. Das ärgert mich total, dass das immer wieder passiert. Das ärgert mich echt. Mann! Und tschüss. Noch nicht. So.
Och Mann, die Energie ist kacke. Ich will mit der meine Energie haben. Nerv, was hat mich jetzt getroffen? Bin ich in den Stachelstein oder was? Ich habe keine Ahnung. So. Wir haben noch nicht so wirklich alles gesehen, aber ich glaube, mehr wird's nicht. Besser wird's nicht. Das ist hier... Scheiß drauf. Ah, es gibt nur den Weg. Okay, auch interessant. So. Ne, den bekämpfen wir jetzt nicht mehr, oder? Sollen wir? Geht nur schief. Das geht nur schief, wenn ich es versuche. Das lassen wir schön bleiben. Uiuiui. Oh, Curse of the Labyrinth. Okay, das ist cool, weil sobald wir den Boss haben, sind wir fertig. Das ist sogar mal ganz nett. Ich treffe die noch gar nicht, ne? Nee. Jetzt. Jetzt habe ich wieder einen getroffen. Jetzt nicht. Alter. Aber ich fürchte, durch den Raum ist man noch öfter, deswegen will ich den schon clearen. Sonst würde ich sagen, es reicht, aber ich glaube, durch den müssen wir noch öfter. So. Nice. Oh, da hat sogar ein Item gegeben. Okay. Mal schauen, ob wir nochmal durch den Raum müssen und ich recht habe oder nicht. Ich habe recht. Oh Gott, das... Oh. Oh boy. Okay. Der Poison Touch ist jetzt ein schöner Nebeneffekt, muss ich sagen. Ach komm, das reicht nicht. Arschen hier. So. Ciao. Oh, dann halt nicht. Und wir müssen nochmal durch, wie ich es gesagt habe. Will ich da rein? Nee. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, nicht mehr durch. Ich glaube, jetzt hat sich's wirklich erledigt. Oh nee, die hasse ich, die hasse ich, die hasse ich. Oben raus, oben raus, oben raus, oben raus, oben raus, oben raus. Keinen Schaden nehmen jetzt. Einfach oben raus, oh Gott. Die Tür ist immer noch nicht offen. Jetzt ist sie offen. Raus. Ist nicht besser geworden, aber was soll's. Ah, geh halt kaputt. Du Scheißkasten.
Wie exakt musst du getroffen werden, um kaputt zu gehen, ey? Nein. Yes. Walls of Steel hätte ich natürlich dingsen können. Kommt mir gerade so. Nein, da wollte ich noch nicht rein. Hör auf, mehr Kacke zu spawnen. Hör auf, mehr Kacke zu spawnen, Mann. Ich Volltrottel, ey. So, hier wollte ich noch rein. Oha. Weiß nicht, ob das jetzt so geil ist, aber wir werden dann Guppy, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt Guppy in dem Fall sinnvoll ist. Ich glaube, der sammelt es gleich automatisch ein. Hilfe. Lass das mal. Ist das jetzt gut oder nicht? Er ist drauf. Bewegt er sich jetzt nicht mehr? Der bewegt sich nicht mehr. Wieso bewegt er sich jetzt nicht mehr? Wieso bewegt er sich als Guppy nicht mehr? Was ist das denn jetzt? Wieso bewegt er sich als Guppy nicht mehr? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Macht Hierophant einfach Knochenherzen anstatt? Oha. Gut. Mein ist in dem Fall jetzt eigentlich sogar egal. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finden soll, dass der sich nicht mehr bewegt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, lol. Okay. Das nehme ich gerne mit, so ist nicht. Ah, Flucht. Aber eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, weil dann weiß ich genau, wo er steht. Ne? Also weiß ich noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Bin ich noch am Tüfteln. Es ist in jedem Fall interessant. Ich denke, so können wir es nennen. Es ist in jedem Fall interessant. Und der Wurf ist besser geworden. Der Wurf ist deutlich stärker geworden, scheinbar. Shit. Hat er sich geduckt, der krasseste Typ, ey. So. So. Okay, das ist jetzt vor allem sehr gut, weil jetzt kann ich hier in Ruhe kaufen und der stört mich nicht.
Muss ich gar nicht mal Angst haben, dass der in den Rhein rasselt. Ja, okay. Der könnte viel helfen. Wenn wir jetzt noch ein paar Münzen finden, könnte der viel helfen. Okay, da ist überall nix. Okay, was muss ich tun? Ich muss da die Schalter drücken. Okay, easy. Puh. Ciao. Auch nix. Oha. Wir warten mal, der erledigt das im Moment ganz gut. Jetzt nicht mehr. Nee. Mist. Ach, komm schon. Ah, nee, da oben kann ja eigentlich gar nichts sein. Nee. Oha! Das nehmen wir natürlich mit. Wieder nix. Mann, aber wenn wir die ganzen in den Herzen nicht verloren hätten damals, das war halt so ein unnötiger Verlust vor allem wieder, ne? Das war so ein richtig unnötiger Verlust eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Okay. Okay. Der Raum ist nochmal äußerst unangenehm, muss ich gestehen. Ich jetzt sehr aufpassen. Dass ich nicht irgendwo reinrassel, wo ich nicht reinrasseln möchte. Ja, hier sind so viele. So, wo ist der Geheimraum? Gibt mehrere Möglichkeiten. Habe ich das richtig getroffen? Ja, scheinbar. Hier oben haben wir noch nicht geguckt. Nee. Hier haben wir noch nicht geguckt. Ach, komm schon, ernsthaft jetzt? Da ist offenbar was explodiert. Wir werden den doch noch finden. Ja, aber da habe ich geguckt. Ah, nee, dann ist er ganz woanders. Schade, dann kommen wir da nicht mehr ran. Na gut. Dann ist das so. Ist halt nicht so geil. Oh!
Ja, bleib da oben. Bleib schön da oben. Mist. Ja, geh da runter. So ist gut. So ist gut. Das ist der, der du da... Da sollst du hingehen. Ja, genau, 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 genau. Nee, nicht dahin. Ein chilliges Speed-Up. So, und jetzt gibt's einmal auf die Mütze, Mom. So. Tja, und jetzt geht's weiter. Ha, wird kritisch. Wird sehr kritisch. Wollt ganz gerne hier. Was hat mich denn jetzt da nochmal? Hä? Den einen Treffer habe ich jetzt nicht verstanden. Nix. Oh nee. Oh nee, raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie... Oh. Yes. Oh. Holy shit, der Raum ist kritisch geworden. Nein! Oh mein Gott, ich renne überall rein. Das ist jetzt besser. Das ist jetzt eigentlich sogar besser. Weil wir ja Münzen brauchen für meinen Kollegen hier. Hol dir die Coins. Was ist denn da unten passiert? Was ist denn hier passiert? Holy shit. Komm, Bumbo, hol dir die Coins. Das sind deine. Dass du groß und stark wirst. Hat er sie geholt? Ich glaube ja. Okay, das wäre jetzt, glaube ich, die Gelegenheit für Dings. So, wir lassen die mal noch hier liegen, wir warten mal noch. Je nachdem, was sich hier noch so tut. Das ist natürlich jetzt cool. Nein! Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Allerdings ohne die Gegner ganz gerne. Ja, das war klar, dass ich da nicht rauskomme aus der Nummer. Unbeschadet zumindest. Ah, shit, ey. Fuck. Aber ihr seht schon, warum ich die Herzen nicht gleich einsammeln wollte, ne? Weil das machen wir dann vom Boss. Ah, jetzt habe ich die Münze selber eingesammelt, ich Trottel. Sorry, das sollte deine Münze sein. Oh, hier ist nichts weiter. Das ist natürlich scheiße. Ist da vielleicht zumindest ein Geheimraum? Haben wir auch nicht. Oh, dann müssen wir jetzt doch hier durch wieder. Dann müssen wir den Raum aber doch mal clearen.
Weil ich da ja nochmal durch muss wegen dem blauen Herzen. Ist nur noch ein Geist, ne? Ja. Kriegen wir jetzt auch noch irgendwie. Gut. Hey, ist immer noch einer. Reicht wieder nicht. Mann, ey. Oh, nervt mich das. Das reicht wieder nicht. Der müsste doch so spawnen, dass er in meiner Nähe ist. Ach ey, jetzt kann ich mal kotzen. Jetzt, komm, mach Bumm! Nie! Gott, denke, danke schön. Mein Gott. Das war ja furchtbar. Oh, die schießen sogar als normal. Ups. Aber was explodiert denn da immer so krass? Ach, die Flammen, ne? Ich glaube, es sind die Flammen. Rules Card. Was tust du denn? Ach, das ist das mit dieser, dass irgendeine einfach eine Message auftaucht und dann weiß ich gar nicht, was das bedeutet. So. Ah, ich hätte vielleicht warten sollen mit den Herzen wieder. Ja, ja. Wieder falsch gemacht, ich weiß. Ekelhaft, ich hasse diese Geister. Ich wollte das nicht. Ich wollte einfach raus. Jetzt kommen wir auch so raus. Wo ist mein... Hey, ich habe mein Dings abgegeben. Wo habe ich das jetzt wieder hin? Hallo? Hä? Wann habe ich denn... Hä? Ach so. Ich habe die Bibel da oben noch drin. Ja, lol, weil ich da... Ach, weil ich wechsle. Ah, weil ich doppeltes Baseball-Dings habe. Ja, ja. Okay, da ist der Boss. Das heißt, über die scheiß Geister müssen wir jetzt wieder erledigen. Oh Gott, ey. Ey, es ist so dumm, dass man... Ich will oben die Dings haben. Aber ich will unten nicht Java haben. Merkt ihr, dass das komplett bescheuert... Ey, das ist so dämlich gelöst. Entschuldigung, aber... Ist das dumm? So, ich will oben das haben. Und unten will ich nicht Java. Also muss ich so machen. Ey, das mit dem Q ist so eine Scheiße. Dass man das einfach... Oh. Das bringt mir gar nichts. Nein, ich wollte es eigentlich hier auf den Knochen. Mann! Der sprengt die Der sprengt die Dinger selber. Ja, auch geil. Dann bringt es ja überhaupt nichts. Warum bin ich jetzt hier rein? Ich weiß es nicht. Wollte hier nicht rein. Ey, der sprengt die einfach selber. Wie dumm ist das denn wieder? Okay, ich würde sagen, wir probieren mal eine Runde ohne Herzen und wir haben ja Leben.
Schöne ist jetzt, wenn die mal down sind, Mega Satan ist Big Satan, also der normale Satan Cup ist dann ja in der Mitte. Boah, aber ich, wenn ich jetzt die Herzen einsammle und das verkacke, ist halt scheiße, ne? Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Das ist alles nicht gut hier. Ich werde halt die Herzen gleich wieder verlieren, das ist mein Problem. Also das ist jetzt mein Problem, ich werde jetzt... Ich werde die halt nicht richtig nutzen können. Ich darf nur nicht die Bibel versehentlich einsetzen, weil dann bin ich nämlich sofort tot. Aber im Moment will ich auch nicht mehr wechseln. Im Moment passt es jetzt ja wieder. Da liegt er eigentlich ganz gut. Nein. Er trifft die noch nicht. Muss den irgendwie ein bisschen anders dahin lotsen. Dass er kurz nach mir explodiert, aber mich nicht mitnimmt. Ja, genau so. Ja, jetzt hat mich beides erwischt, aber kann es nicht ändern. Okay, da steht jetzt eigentlich genau gut. Jetzt muss ich nur ausweichen. Gut, und Satan muss wieder rübergehen. Muss nur ausweichen. Ach, fuck. Ja, never mind. Ja, das war's dann an der Stelle. Weißt du übrigens nicht, wo dieser Holy Shield die ganze Zeit herkommt, dieser Effekt? Mist. Okay, reicht dann auch. Wir haben einmal das Hot Potato gesehen. Das ist was, ich glaube, das... Uff. Uff. Ich weiß nicht, ob es da ein gutes Item gibt, was das vereinfacht stark. Puh. Also das auf jeden Fall auch eine Sache, die gucke ich mir jetzt einmal ein, habe ich mir jetzt angeguckt und dann gucken wir uns mal die nächsten Challenges an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.